Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearthstone im Ranked mit dem Evolutionsschamanen. Und ich habe jetzt, hat ja gerade eben in der letzten Folge, zweimal ziemlich aufs Maul bekommen. Gegen zwei gute Decks, Paladin und Magier. Das Evo-Schaman Mirror-Match habe ich gewonnen. Jetzt mal schauen, wie es in dieser Folge weitergeht. Den Nerf, wie gesagt, ist nicht so massivst. Muss aber auch sagen, dass ich in der letzten Folge zweimal beim Paladin vielleicht zu passiv gespielt habe und beim Magier definitiv die schlechtere Hand hatte. Da konnte ich nicht das Tempo mitgehen mit meiner hohen Hand. Hab dann noch versucht, alles zu reißen mit den beiden Mokofleisch-Formern. Das hat dann aber auch nicht mehr gereicht, weil der Feuerball auf der Hand war. Also das war halt eine perfekte Hand von dem Magier. Da kannst du meistens gegen perfekte Hände vom Gegner hast du das Nachsehen. Das muss man einfach auch mal so sich eingestehen, dass man dann einfach nichts machen kann. Bei Paladin, glaube ich, hätte ich noch was machen können für den Sieg. Bei Magier nicht. Und das ist eine krasse Hand, die er gerade spielt. Spielt sehr, sehr aggressiv seinen Evo-Schamanen, aber das können wir natürlich auch. Und dann tun wir natürlich aufs Board traden, sodass wir den Vorteil haben werden. Das ist ein Zweier, oder? Ja. Dann machen wir den Einser weg. Wichtig, als Evo-Schamane immer aufs Board traden. Habe jetzt zwar seine auch mit evolutioniert, aber. Was wird er jetzt tun? Okay. Bin ich mal sehr gespannt. Er hat dann echt eine gute Hand gehabt als sein. Gut. Mir bringt leider nichts aufs Board zu bringen. Ich werde die Waffe aber schon mal anlegen. Und da ich die Waffe so oft habe, einfachsten wegsnacken. Weil er haut einfach alles aufs Board drauf und hofft, dass es liegen bleibt. Deswegen werde ich da auf lange Sicht, wenn ich strategisch meine Ressourcen spiele, besser davon kommen. Außer er hat halt die deutlich stärkere Hand dabei. Jetzt sieht man, wenn er jetzt nicht noch die Gewitterblüte gezogen hat. Das ist natürlich sehr, sehr lucky für ihn. Da kannst du. Grüß mich nur. Ich habe schon gemerkt, das Spiel ist jetzt nicht ganz auf meiner Seite. Ist aber nicht schlimm. Denn wir kommen zumindest den Zehner noch hier raus. Wird ein enges Match werden. Den Achter müsste er eigentlich opfern im 8-8er, weil seiner nur 4 Mana kostet. Meine Meinung. Bin ich mal gespannt, was er bekommt. Devolutionsgeschosse wären nicht so dramatisch, aber auch nicht so gut für mich. Karussell wäre eigentlich okay. Bin mal gespannt, was er spielt. Ach so, okay. Ja, verstehe. Ist natürlich gut für ihn. Waffe habe ich schon mal. Das heißt, ich spiele ihn hier. Spiele ihn trotzdem. Da er hergerufen wird, werde ich ihn getrost liegen lassen. Kann ich mir den Damage noch leisten? Ich glaube schon. Warte mal, das sind 11. Er hat irgendwas mit Damage gezogen. Ich mache erstmal safe. Hoffe auf den Spot. Todesschwinge gut. Aber leider kein Spot wieder erwischt. Und jetzt wird er wahrscheinlich mit seinem hier den Finisher geben. Das war genau das, was er nicht hätte bekommen dürfen.
Ah, das Glück ist nicht auf meiner Seite in der heutigen Aufnahme. Das habe ich schon gemerkt. Ja, habe ich nämlich schon gewusst, dass das kommen wird. Definitiv. Es war halt echt ungünstig, ne? Todesschwinge minus 3. Ich merke schon, das Spiel ist nicht so ganz mir zugetan heute. Aber gut, kann man nichts machen. Muss man damit umgehen. Problem ist, ich könnte jetzt natürlich drauf pokern, dass ich da natürlich einen Spotlauf bekomme. Oh, 10-10, Gottesschild ist gut. Er braucht doch nur 6 Damage wieder. Und hat dann noch Stormo mit 4 Mana wieder herrufen können. Karussell, das ist für ihn aber schlechter wie für mich. Hätte ich erstmal angegriffen. Das war ein absolutes Missplay. Also diese 8 Damage, würde ich sogar behaupten, waren mein Sieg. Weil dadurch hat er mich auf 6 Leben gestellt. So kann ich ja eigentlich mein Tempo vorgeben. Und kann jetzt, weil ich genug Mana habe, ich könnte jetzt die beiden spielen und Totem. Ich möchte jetzt aber gar kein Totem haben. Deswegen spiele ich das so. Und habe dann eigentlich gewonnen. Weil er die 8 Damage nicht mein Face gemacht hat. Machst du? Jedes Mal, wenn der Gegner eine Karte zieht, erhaltet ihr eine Kopie davon auf die Hand. Oh. Schön. Gengis-Korsar hat er gezogen. Blut und Beute. Ja, jetzt Trader aufs Board. Davor war er nur aufs Face fixiert. Ist zu spät. Definitiv. Er hat ein paar ganz gute Moves gemacht mit seinem Evo-Schamanen. Hat aber dann trotzdem verloren. Gerade das mit Not Storm und nicht mein Face. Die 6 Damage hätte er mir vielleicht noch irgendwie bekommen können, wenn er evolutioniert hätte. So war das dann relativ klar, die Nummer. Und dann würde ich sagen, Leute, das Mirror Match haben wir wieder gewonnen. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder 2 Spiele, die krasser werden. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Match. Wieder Gold Nummer 6. Und ich hoffe doch, dass ich beim nächsten Match auf die 5 hochkomme. So, Match Nummer 2. Gegen den Druiden, sprich schnell Mana generieren gegen hoffentlich schnell ins Face. Wüstenhase möchte ich behalten. Ist normalerweise nicht eine meiner Top-Karten, die ich behalten möchte. Hier aber schon. Problem wird sein, entweder spiele ich Turn 3 Wüstenhase, Turn 4 Sumpfdornschlagring mit Gewitterblüte und hoffe. Oder ich spiele Turn 3 Sumpfdornschlagring, Turn 4 nichts. Das ist momentan ein bisschen problematisch. Mit der Münze reinkoinen. Turn 2 die Wüstenhasen, Turn 3 die Waffe. Das wird wahrscheinlich das werden. Und wenn er das wegmacht, ist es so. Momentan sehe ich da keine andere Option. Als nächste Runde die Wüstenhasen spielen. Er wird sich Mana generieren wollen. Er kann vielleicht einen Wüstenhasen wegmachen, aber ich muss schnell agieren gegen ihn. Sprich, ich glaube, das ist die Strat. Ja, definitiv. Muss ich riskieren. Muss ich riskieren. Wüstenhase. Mache ich normalerweise echt ungerne. Aber wenn meine Hand mich dazu zwingt, muss man unkonventionell spielen. Außerdem gegen den Druiden mit 3 Mana, dass der allen einen Damage zufügt, ist relativ unwahrscheinlich. Ich sage nicht, dass es noch nie vorgekommen ist. Ich sage nur, dass es unwahrscheinlich ist. Gegen den Krieger, gegen vielleicht sogar Magier, gegen Jäger mit der Sprengfalle hätte ich es vielleicht anders gespielt. Muss auch immer sich auf den Gegner einstellen und ungefähr wissen, was er für Karten hat, was der Druide für was er steht. Und da man eigentlich davon ausgehen kann, dass ein Druide mit 3 Mana nicht alle 3 wegbekommt, ist das eigentlich ein ganz guter Move. Wie gesagt, wenn er es jetzt hat, dann GG. Aber ja, Zorn einer weg ist immer klar. Mit seinem Special oder mit Zorn war klar, dass einer weggeht. Bitte nicht nochmal Zorn. Wobei ja die Münze nicht. Dürfte nicht mehr lappen. Außer die benutzt Anregen dafür, okay. Dann behalten wir den Plan.
Bitte zwei gute Dreier, das wäre wichtig für mein Gameplay. Das sind Vierer, das sind sehr gute Vierer. Ein 3-5er Sport und ein 4-4er. Viel Leben, das ist schlecht für einen Druiden. Gankenhieb, ja, ist okay für mich. Kriegt der einen weg. Krieg ich halt Kargat Messerfaust ins Deck gemischt. Totem, Base und evolutionieren. Nächste Runde definitiv Schatzplünderin. Und dann läuft es. Und für das Ende Ausbilderin Feuerherz. Zweimal gewirkt, wird er mich vernichten? Nein, er holt sich doppelt Mana. Dementsprechend muss ich gegenhandeln. Wir sprechen uns nach dem Unterricht. Er kann halt jetzt seine beiden Wildtiere holen, die ihm aber nicht so viel bringen werden. Ist okay für mich. Ich könnte jetzt noch Mana generieren mit der Gewitterblüte, mit Anregen, aber ich glaube nicht, dass das noch kommen wird. Dementsprechend habe ich immer noch die Oberhand. Da ich mit der Waffe angreifen werde, ist egal, mit welchem Vierer ich drauf gehe. Werde nur vorher nochmal ihn hier spielen. Sollte ich jetzt den Untergangsverkünder bekommen, kann ich mit Karussell noch rerollen. Ist aber nicht der Fall. Du bist positiv. Yes. Da ist nichts Schlechtes dabei. Solarion Prime sogar da. Nein, das ist alles gut. Das möchte ich nicht mit der Karussell nochmal evolutionieren. Somit kann er eigentlich nur gewinnen, wenn er meine Diener alle vernichtet. Und selbst dann kommen ja noch ein paar Stück raus. Das wird nicht mehr viel reichen. Nein. Das war's. Das nenn ich Muskeln. Auch der Kraftprotz macht nichts mehr. Ich meine, ist er schon down? Ich glaube nämlich, er ist schon down. Spätestens dann, wenn ich mir hier vielleicht noch einen Zweigenbring-Zauber entdecke. Aber. Nee, also theoretisch lebt er noch. Hier lebt der Besen natürlich stark. Müsste gewonnen haben, wenn ich mit belebten Besen das spiele. Und die Frage ist, wie genau? Ich denke, hiermit müssten dann genau drei Stücke werden, die ich herrufe. Ich bin hier, um Spaß zu haben. Ich gehe damit drauf, gehe hier drauf. Die beiden gehen face. Ich könnte theoretisch noch für sie rollen, ob ich irgendwie einen 2-Damage-Zauber ziehe. Würde ich aber ungern machen. Totem herbeirufen und dann abwarten. Das wird halt nicht mehr reichen. Aber ja, klar, hat keine andere Wahl mehr. Braucht jetzt irgendetwas wie den 3-5er-Spot für kostenlos. Zweimal am besten. Plus irgendwas für 3 Mana, dass mein ganzes Board vernichtet oder halt den Brankenhieb vergünstigt. Brankenhieb auf ihn wären bis auf die Savannenhochmänner alle weg. Und das Zauberschadentote. Okay, aber das reicht nicht mehr. Richten GG. Ich kann nicht immer gewinnen. Und dann haben wir auch das 2. Match in dieser Folge gewonnen. Letzte Folge einen kleinen Hänger gehabt. Lag auch daran, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so geübt war. Das Paladin-Match nehme ich auf meine Kappe. Bei Magier sage ich so, wie es ist. Da konnte ich nicht gewinnen. Es war so eine gute Hand von ihr. Die hat mich so hart overraced. Es war nicht mal knapp. Beim Paladin, glaube ich, hätte man gewinnen können, wenn ich da am Anfang was anderes gemacht hätte. Aber dieses Mal in beiden Matches schon mal die Oberhand behalten. Und gewonnen. Und dann würde ich sagen, Leute, das ist Gold 5. Platin rückt näher und dann mal schauen, wie weit es noch geht. Und dann würde ich sagen,
Ein Match gibt's noch. So, letzte Match in dieser Folge gegen Garrosh. Bin mal gespannt. Waffe. Boah, das ist ja. Tut mir leid. Ja, riskiere ich es? Nein, die Waffe ist zu stark. Die muss ich auf der Hand behalten. Mit dem Kubenaufseher hätte ich Lust gehabt, sie mir reinzumischen, um eine, vielleicht den Schlammschlürfer oder sowas zu bekommen. Das Risiko ist aber zu hoch, dass er meine Waffe vernichten kann oder irgendwas in der Art, dass ich sie gerne zweimal safe habe. Und hier die Kombination, die nicht mehr geht. 5 Mana kannst du die beiden nicht mehr kombinieren. 6 Mana erst. Sehr schicker Kartenrücken von ihm. Grüße ich sogar mal. Ich glaube, ich habe es noch nie erwähnt. Wenn euch ein Gegner im Spiel grüßt, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder er ist ein freundlicher Mitspieler, der einfach nur sagt, es macht Spaß mit dir zu spielen. Oder aber, was die wahrscheinlichere Variante ist, wenn einer Grüße sagt, dann hat er die perfekte Hand auf. Hat die perfekte Hand und will euch quasi damit sagen, ich mach dich fertig. Naja. In dem Fall grüßt er mich nicht zurück, hat er vielleicht nicht mitbekommen. Waffe ziehen würde ich jetzt ungern machen mit der Münze. Warte mal, er hat auch gewartet. Also die Quest gespielt und das war's. Ist auf jeden Fall ein Control-Deck. Würde ich schwer behaupten, Bomben reinmischen. Danach sieht's mir aus. Ungünstig. Jetzt sieht er, dass ich meine beiden Waffen auf der Hand habe. Hilft nichts. Das ist halt, das ist ganz, ganz schlecht gelaufen. Dass der Gegner jetzt weiß, dass ich beide Waffen auf der Hand habe, das ist nicht gut. Gelebter Besen, sie spielen. Ich nehme Totem. Eifer bringt mir nichts. Erstmal abwarten. Könnte nächste Runde in die Waffe reinkoinen. Bringt mir das was? Mehr als nichts zu tun. Momentan spiele ich dem Gegner sehr in die Karten. Er will abwarten spielen. Ich kann nur abwarten spielen, weil meine Hand recht hoch ist. Was jetzt? Meine ganzen Karten, die ich im Early Game schmeißen kann, ohne Bedenken, habe ich nicht. Aus dem Nichts. Ingenieurslehrling, Bubenaufseher, den ich vielleicht mal droppen kann, einfach nur, wenn ich nichts habe. Das ist dann nicht praktisch für mich. Vor allem, wenn er einen Zauber entdecken kann. Vielleicht das Scharmützer gewesen sein. Ich bin mal so frei und nehme es hier. Fügt einem feindlichen Diener Charakter einen Schaden, so friert ihn ein. Nicht zufrieden? Ich hätte gern das Karussell entdeckt. Oder die Devolutionsgeschosse. Aber ist okay. Warum ich das jetzt zugespielt habe und nicht die Waffe, ganz einfach. Ich nehme an, er hat einen Schleim auf der Hand. Und wenn ich die Waffe jetzt halt spiele, ohne was evolutionieren zu können, habe ich 5 Mana verschwendet. Nächste Runde kann ich den Schreckenskorsar mitspielen. Mit der Münze. Keine auf die Hand. Ist okay, wenn er sie wegmacht. Die Runde jetzt wird interessanter. Definitiv den Schreckenskorsar mitnehmen. Oh, 5-4er Verstohlenheit. Sehr, sehr gut. Jetzt wird der Schleim geschmissen, damit meine Waffe kaputt ist. Da bin ich mir 100% sicher. Nicht einmal, sondern er nimmt den Damage. Okay. Ist okay für mich. Dann kommen nämlich jetzt hier die Hasen.
Ein Diener fehlt mir. Das ist sehr ärgerlich, damit ich ihn spielen kann. Bin aber überlegen, ob ich ihn opfern soll. Oder ob ich ihn quasi behalte. Definitiv werde ich mit ihm zwei Karten ziehen. Die werde ich jetzt auch erstmal probieren. Bubenaufseher, okay. Ich würde sagen, ich nehme das Karussell in Kauf. Aber erst danach. Probieren wir mal. Ruft einen Mecha sogar Hand dabei, löst sein Todesdruck aus. Hab ich nicht, aber er hier hat zu Beginn eine Chance. Ja, definitiv hier. So, geh mal drauf. Ruf noch ein Totem herbei. Warum ich jetzt nicht nochmal das Karussell benutzt habe, ist ganz einfach. Ich möchte, wenn er einen Spot spielt, das behalten. Wie in den anderen Folgen, glaube ich, ist es wichtiger, das Karussell als wie damals Devolution zu verwenden, als sein eigenes Board nochmal zu retten. Beziehungsweise habe ich es gerne auf der Hand, wenn ich den Untergangsverkünder bekomme. Ja, die Chance ist halt immer da und dann ist das Spiel im Arsch. Wenn ich den Untergangsverkünder auf meiner Seite liegen habe, ist es vorbei. Deswegen das Karussell eigentlich so als kleine letzte Chance. Außerdem habe ich so viele Karten auf der Hand. Ich glaube nicht, dass er, wenn er jetzt hat, das Scharmützel nicht schmeißt. Also er müsste jetzt eigentlich das erste Scharmützel schmeißen. Oder er hat einen fischigen Flieger. Wird nichts kommen. Auf den Schwingen des Übels. Beide sind Vierer. Beide haben wenig Leben. Die muss er beide wegbekommen. Ansonsten kriegt er ihn auch noch weg. Ja. Ist aber okay für mich, definitiv. Ich habe genug von der Hand, um wieder nachzulegen. Deswegen spiele ich erstmal sie. Dadurch wird er verdorben. Und dann wird das so gespielt. So, nächstes Board für die Evolution. Für das Scharmützel. Ein Diener schmeißen, Scharmützel. Oder man spielt Irraspekt Todesschwinge, den man entdeckt hat. Und stirbt dabei. Ist auch eine Möglichkeit, definitiv. Ich bin hier, um Spaß zu haben. Schlammschlürfer möchte ich nochmal evolutionieren. Jetzt ist natürlich die Frage immer noch. Werde evolutionieren? Sollte da der Untergangsverkünder dabei sein, muss ich das Karussell spielen. Ist aber nicht. Weiter geht's. Scharmützel, auch hier wiederum keine Option für ihn. Weil dieser Wandhochmänner für mich wieder Diener rausspuckt. Irre Aspekt Todesschwinge. Durch Drachenlakai. Ja, kann man mal entdecken. Ja. Eine Control-Karte für ein Control-Deck. Komm mal nicht durch sein Face. Das ist halt das große Problem, weil meine Diener nie liegen bleiben. Schätze, Beute. Kein. Jetzt hat er aber schon. Das ist wieder so ein Zug gewesen, wo ich sagen würde, da hat der Gegner nicht mehr das Perfekte auf der Hand. Weil normalerweise würdest du instant hier einen Diener Scharmützel und dann den hier noch wegmachen mit der Waffe etc. Bezweifle, dass er momentan alles hat, was er will. Deswegen muss ich jetzt Gas geben. Und wird jetzt auch eigentlich ganz gut klappen. Wenn ich hier noch die drei spiele. Vielleicht hat er sich das Scharmützel auch aufbewahrt. Das weiß man nicht. Definitiv ist aber klar. Ich habe hier die Chance. Wenn ich ein paar Diener opfer und das so mache. Ach ja, und dann nochmal hier den Drachen entdecke. Not Stormu, 2 mal Schaden, Zauberschaden plus 2, Überladung 2. Dass er aufgibt. Schade, ich hätte noch gern mit ihm weitergespielt, aber ich habe schon gemerkt, dass er nicht die perfekte Hand hatte. Hab mal in dem Zug gerade eben gemerkt. Schade, war aber ein geiles Match. Und 3 Siege diese Folge. Somit Siegessträhne. Leider nur noch 4. Schade.
Reicht aber für Gold 4, 3 Sterne. Und dann würde ich sagen, Leute, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein, in der nächsten Folge. Und haut rein!